Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Thief. Es tut mir leid, dass in den letzten Folgen ein paar Mal Thief ausgefallen ist. Zwei oder dreimal war das. Das lag aber daran, dass ich einfach keine Folgen mehr hatte. Tut mir leid, aber jetzt wird das wieder natürlich regelmäßig kommen. Oh Gott. Ach, ich kann mal nicht sprinten, ich wollte schon sagen. Ich kann die Steuerung nicht mehr, aber alles okay. So, wohin geht denn die Stadt? Stone Market. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Natürlich will ich in dieses Viertel gehen. Also, wir haben ja Kapitel 3 gerade abgeschlossen. Zum ersten Mal diesen Gollum, wie ich ihn getauft habe, gesehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir so im vierten oder fünften Kapitel erwarten, was uns im vierten oder fünften Kapitel erwartet. Wesley Sunderland, ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig. Bitte ich. Der Eisentyrann tötet uns. Es lebe die Gerechtigkeit. Nicht gut. Oh, es kam nicht mehr als drei Leute hin. Zu lange hat Baron Northcrest das Leben aus unserer Stadt gesaugt. So, gehen wir mal hier lang. Das hat er nicht gerade gesagt, oder? Kannst du irgendwie abmachen? Zu lange hat die Wache unsere Hilfeschreie erstickt. Aber heute werden sie zuhören. Glaub nicht. Mal runter, bitte. Wie kam ich denn mal runter? Ich würde den Baron gern mal treffen. Ich hab doch irgendwie eine Tasse dafür, um runterzugehen, oder? Oh Gott, ich hab schon die ganze Steuer wieder verloren. Vergessen. Tastaturbelegung. Ducken. So, ja, runterspringen X. Okay, hab ich doch eigentlich schon gedrückt. Die Hand schütteln. So, okay, mit denen wollen wir uns da gar nicht. Nein, was habe ich. Nein, was habe ich gedrückt? Was habe ich gedrückt? Alter, ich komme gar nicht mehr klar. Fokus F habe ich gedrückt. So, einmal hoch. Aber das ist mir fast nicht Fokus. Mal sehen, ist der Typ denn hier noch drin? Können wir mal so zur Abwechslung mal reinstöbern? Ist ja nicht so, als wären wir da schon ewig häufig drin gewesen, aber egal. Zap, einmal Hallo sagen. Einmal durchflitzen. Zap, hier scheint niemand zu sein. Was denn hier? Haben wir schon anguckt? Verrätertorbericht. Hatten wir schon. Sonst hätte er uns angezeigt. So, hier geht's nicht raus, aber hier. Wohin geht's denn jetzt? Hinweis, Sprinten ist zwar an sich leise, aber auf Oberflächen die Geräusche verursachen trotzdem nicht lautlos. Ist ja schon logisch. Sind wir so ganz anders? Nee, oder? Doch, sind wir jetzt, glaube ich. Karte ansehen. Ja, wir sind wohl ganz anders. So, dann wieder durch. So, komm. Und dann nochmal durch. Hoch, Büro der Ratswache ist das hier. Das ist ja mittlerweile für uns so. Ja, so. Naja, wir sind hier schon Stammkunde, Stammbesucher eher gesagt. So, wie viel wir schon drin waren. Also wir sollen da unten hin. Was sollen wir denn eigentlich machen? Wäre mal schön zu wissen. Keine Ahnung, steht hier nicht. Hier steht aber: Begib dich zum verkrüppelten Burrick. Okay. X geht hier nicht. Deswegen muss ich hier Shift drücken. Hier geht aber X. Und nochmal X. Und einmal in Richtung Besso. Taverne, der verkrüppelte Burg. Ja, jetzt betreten. Boah, das Game, ganz ehrlich, hat so viele Ladezeiten. Deine Gesundheit wird wieder aufgefüllt, wenn du zum Versteck zurückkehrst.
Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett! Das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Wo ist Basso? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt. Zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt. Nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es! Besser wusste, wie wichtig das Buch ist! Zu eurem Glück ist es noch hier. Besser ist nicht dumm. Das Buch. Ist sicher interessant. Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert, aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderungen. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion. Mal sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. So. Und ich dachte mir schon, als er hier lehnte, dass das Ding, das ist ja auch gar nicht sichtbar, dass da hinter Platz ist. Scheiße, sind die Wachen um. Und wie die Musik einfach mal jede Cutscene zerstört. Weil sie einfach mal viel zu laut ist und das... Boah, diese Soundabmischung. Nee, danke. Aber die Soundabmischung ist so ziemlich... Scheiße in diesem Spiel. Aber egal. So, also Basso ist verloren gegangen. Ich hätte jetzt Orion nicht... Orion. Gut, ja. Richtig. Ich hätte ihm noch nicht das Buch wirklich übergeben. Ich hätte das vielleicht erstmal behalten. Weil wer sagt, dass er die Wahrheit sagt, ne? Man hätte ja rein theoretisch sein können, dass er sie entführt hat. Er Basso entführt hat und dann dafür gesorgt hat, dass... Wie heißt's? Was er besser entführt hat und genau jetzt das Buch, das Dings wollte ducken. So, das wollte ich schon immer mal machen. Zap, einmal abschrauben mit unserem fast automatischen Schraubenschlüssel 2 von 16 städtischen Denkmaltafeln. Du bist nett, ne? Du hast doch was gegen die Wachen. Ja. Moinsen, Moinsen. Wachen. Bitte sag mir, dass ich hier natürlich nicht. So. Aber hier sind wir sicher, glaube ich. So, aber hier ist eine scheiß Stelle. Einmal hier rüber, hoch. Genau, da ging es hoch. So, dann gehen wir einmal um die herum. Wollen wir dann rüber ins Berg? So. Da können uns die Wachen natürlich sehen. Los, Garrett. Schaffst du. Was war Quicksave in der 5, ne? Ja. Wie in jedem anderen Spiel auch. Keine Wache. Ja. Stone Market, die Renne.
Oh, den ist schon wieder hier. Hoch. Kommen wir nicht. Da, jetzt kommen wir hier durch. Halte I. Der obligatorische Pfahl, an dem man natürlich nicht vorbeiklettern kann, er muss ihn erstmal wegräumen. Beinheben ist schwer. Kam hier nicht eigentlich eine Ladezeit? Oder war die so schnell einfach nur schon rum? Nicht, dass da eskaliert. Dead-Animation. Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen. Haltet zusammen, tötet die Schwarzkittel, spuckt auf ihre Gesetze. Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Geil. Erstmal so eine Hassbotschaft und dann direkt noch, was ist aus den Eintopfküchen geworden? Alter, das Game ist so scheiße, mal ganz ehrlich. Wie schlecht das ist. Kapitel 4, ein Freund in Not. Ja. Alter, wie scheiße. Ich habe das alte Buch aus dem Haus der Blüten gestohlen. Für einen Namen namens Orion, der sogenannten Stimme des Volkes. Er glaubt, dass er die Stadt retten kann. Angesichts dessen, was ich davon gesehen habe, bin ich nicht so sicher, ob dies wert ist. Trotzdem verehrt das Volk Orion, Besso eingeschlossen. Und seine Anhänger, die Götzen, werden immer mehr. Aber dennoch, zwischen dem Baron, der Schwermut und dem Hungertod gibt es keine Wahl. Hungernot. Keine Zwischensequenz. Finde Jacob auf dem Greystone-Platz. So, gut. Das sieht doch aber ganz nett aus hier. Dead flüssige Animation. Das Spiel leckt nicht, das seht ihr. Das Spiel ist zu billig geworden. Ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer. Ey, diese Abmischung ist einfach nur scheiße. Ziemlich viele Menschen, ja. Garantiert. Werden einfach wieder nach hinten teleportiert. Locker. Wetten, wenn man jetzt irgendein Dings, ja, wenn man sich dahin teleportieren könnte oder so, würde man sehen, die gehen dahin und blopp, von hinten wieder. Locker. So, okay. Oh. Einmal hier rüber, ich will mal kurz auf die Karte zoomen. Karte sehen. Okay. Oh! Tasse! Hier gehen wir nicht, hier können wir nicht rein. Oh! Los, nimm's auf! Aschenbecher. Das ist dann die männliche Variante von Aschenpuddel, wisst ihr? Aschenbecher. Wow, geiler Jump. Hier hat man mehr Geld, oder? Hier ist so das reiche Viertel. Ich hoffe für Basso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Ja, das hoffen wir. Oh, die konnte man da geil runtersliden. Hab ich das verpasst. Moon. Zap, einmal hoch. Gleich wäre die erste Folge zu Ende. Wahrscheinlich jetzt etwa. So, und dann hier wieder. Halte ihn und gleich wieder am Pfahl. Wetten. Da ist er. Guck, man kann gar nicht sein Bein drüber heben. Man muss ihn wegschieben. Und wieder dieses dumme E-Mini-Spiel.